Moin, hier ist Arne. Ich sitze gerade und sammle ein paar Impressionen und Videoschnipsel zusammen, quasi von meinem Selbstversuch Tag 2 bis 4, also sprich Donnerstag, und wünsche euch viel Spaß. Moin, moin, als Ergänzung zu den Einkäufen vom Montag hier jetzt noch ein paar Sachen, die heute noch frisch dazugekommen sind. Zum einen hätte ich hier eine kleine Auswahl an TK-Sachen, Spinat, und weil es einfach praktischer ist, Blumenkohl und Brokkoli auch als TK. Dazu Avocado, Radieschensalat und Rucola. Mal schauen, was ich da heute Abend draus mache. So, ehe es jetzt aber ans Armbrot geht, erstmal noch eine Runde laufen. Jetzt gerade zum Anfang meines Keto-Vegan-Experiments geht es erstmal darum, noch die Glykogenspeicher in Muskulatur und Leber zu leeren. Das ist also der Bereich, wo quasi aufgenommener Zucker als Glucose im Blutzucker, dann als Glykogen schlussendlich gespeichert wird. Und diese Energiereserven, die gilt es jetzt erstmal platt zu machen, leer zu machen, um halt einfach den Prozess der Ketose dann entsprechend anzustoßen. Tschüss, bis später. Schwupp, da bin ich wieder. Zwar nur eine kleine Runde, aber immerhin laufen und eine kleine Einheit. Die Beine müssen sich schon mal dran gewöhnen, denn nicht nur das Keto-Vegan-Projekt jetzt gerade, sondern auch die Marathon-Vorbereitung. Das geht quasi alles fließend ineinander über. Aber so schlecht kann es gar nicht sein. Der Körper gewöhnt sich schon mal an einen optimierten Fettstoffwechsel. Ja, ich bin gespannt. So, Essen ist fertig. Es ist geworden ein XXL-Berg Blattspinat, abgeschmeckt mit ungefähr 3 Esslöffeln Erdnussbutter, beziehungsweise nee, Erdnussmus, eine Handvoll Kürbiskerne und 2 Seitanwürstchen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze so schmeckt, was ich hier fabriziert habe. Lecker Frühstück. Sieht ein bisschen aus wie Stracciatella. Eine leckere Kokos-, Sojamilch-, Chiasamen-Mischung. An Tag 2, dem Dienstagmorgen, konnte ich dann schon über diese Keto-Sticks, also einen Urintest, schon eine leichte Ketose feststellen, was also schon mal zeigt, dass es grundsätzlich in die richtige Richtung geht und der Körper im Fettstoffwechsel sich befindet. Wo ich morgens mein Frühstück zu Hause noch zubereite, sieht es im Büro ein Stück weit anders aus. Da bin ich in der Kantine, die neben festen Gerichten auch zum Teil Gemüse hat, was man sich nehmen kann und kombinieren kann mit Dingen an der Salatbar, sodass ich da ja, versuche quasi mir immer irgendwas rauszupicken, was an Gemüse gut funktioniert. Dazu ein bisschen Salat und das kombiniere ich dann mit Tofu, den ich mitnehme, oder Nüssen und Kernen und sowas. Bei diesem Rucola-Tofu-Salat musste es schnell gehen. Das ist einfach kurz zusammengeworfen mit noch einer Zwiebel oben drauf und einer Handvoll Sonnenblumenkerne. Aber sowas geht eigentlich auch immer ganz gut. So hat man zum einen den Fettanteil mit einem guten Schuss Öl oben drüber und Eiweiß aus dem Tofu. Ja, und ein bisschen Grünzeug dazu und Zwiebelchen für den Geschmack. Das Frühstück ist vorbereitet. Rucola, Radieschen, Avocado und Kokosmus. Mal gucken, wie das schmeckt. Und draus geworden ist dieser wunderbare Green Smoothie. Das sieht doch fein aus. Also mit Sicherheit gesund und könnte irgendwie anders kombiniert auch noch lecker sein. Ansonsten geht es mir jetzt am Ende des Tag 4, Donnerstag, soweit ganz gut. Grundsätzlich ist es aber ganz schön anstrengend. Ich arbeite ganz normal, gute 8 oder manchmal 9 Stunden am Tag. Muss also morgens irgendwie früh sehen, dass ich mir ein Frühstück zubereite auf die Schnelle. Muss sehen, dass ich gleichzeitig noch irgendwie was zurechtpacke, was ich mitnehmen kann, um im Büro, in der Kantine da irgendwas zusammenzumischen. Um überhaupt auch im Blick zu behalten, wie das mit den Nährwerten ist, trage ich das direkt über eine Handy-App ein,
MyFitnessPal und kann damit also schon mal ganz praktisch Dinge einfach abscannen und abpiepen, quasi die Barcodes, und greift damit dann auf so eine dynamische Lebensmitteldatenbank zurück und kann damit relativ einfach und schnell dann also einen Überblick bekommen, wie die Verteilung der verschiedenen Nährwerte ist, je Mahlzeit bzw. im gesamten Tagesverlauf. Ansonsten ist es so, dass ich einfach, ja, weil es gar nicht so praktisch ist, vegan und ketogen sich zu ernähren, irgendwie zum Teil kleine Kaloriendefizite hatte, was einhergeht mit einem moderaten Gewichtsverlust, was aber sowieso quasi gerade passt, weil auch da maximal 1 Kilo pro Woche anpeile und mit diesem zum Teil auch ein bisschen größeren Kaloriendefizit manchmal. Muss ich jetzt sehen, dass es nicht zu schnell geht und mir als Snack ab und zu mal zwischendurch gegebenenfalls nochmal einen Löffel Erdnussbutter reinziehen, damit der Gesamtkaloriensoll auch entsprechend erfüllt ist. Mehr dazu und auch Details zu dieser Nährwertverteilung und so weiter könnt ihr aber auch, wenn ihr Bock habt, direkt an meinem Blog mal nachschauen. Den Link packe ich unten in die Beschreibung. Da fülle ich peu à peu so die quasi Screenshots von diesen Ernährungslogs irgendwie ein, wo man diese Nährwerte so ein bisschen nachvollziehen kann. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Update.